erzähle die Geschichte des jungen Helden, der mit seiner Familie nach Wien reist. Dort entdeckt er in einem Ramen-Lokal in seinen Chaso-Ramen mit Naruto-Maki ein Portal, das ihn in eine parallele Welt in Japan transferiert. Dort kann er sich anfangs nicht verständigen, lernt aber schnell die ersten Worte und Zeichen Japanisch. Es war einmal ein junger Held namens Stani, der mit seiner Familie nach Wien reiste. Sie waren auf der Suche nach neuen Abenteuern und einer neuen Heimat. In Wien angekommen, erkundeten sie die Stadt und probierten verschiedene lokale Speisen aus. Eines Tages stießen sie auf ein kleines Ramen-Lokal in einer Seitenstraße. Neugierig betraten sie das Restaurant und wurden von dem köstlichen Duft von Ramen begrüßt. Stani bestellte sein Lieblingsgericht, Chaso Ramen, und dazu ein Naruto Maki als Beilage. Während er genüsslich seine Ramen aß, bemerkte Stani plötzlich etwas Seltsames. In seinem Naruto Maki entdeckte er ein kleines, leuchtendes Portal. Fasziniert beugte er sich näher und berührte es vorsichtig. Plötzlich wurde er von einer starken Energie erfasst und fand sich in einer völlig neuen Welt wieder. Verwirrt und aufgeregt schaute sich Stani um. Er befand sich in einem kleinen Dorf in Japan, umgeben von wunderschönen Kirschblütenbäumen. Die Menschen sprachen eine ihm völlig unbekannte Sprache und er konnte sich nicht verständigen. Doch Stani war ein mutiger und abenteuerlustiger Junge. Er beschloss, diese neue Welt zu erkunden und herauszufinden, wie er wieder nach Hause kommen konnte. Stani begann, die ersten Worte und Zeichen der japanischen Sprache zu lernen. Er freundete sich mit den Dorfbewohnern an und sie halfen ihm, sich in dieser fremden Welt zurechtzufinden. Mit der Zeit konnte er sich immer besser verständigen und begann, die Kultur und Traditionen Japans zu lieben. Doch je mehr Stani über diese parallele Welt erfuhr, desto mehr Fragen tauchten auf. Warum war er hier gelandet? Gibt es noch andere Portale, die ihn wieder nach Hause bringen könnten? Und was hätte es zu bedeuten, dass er ausgerechnet durch das Naruto-Maki-Portal gereist war? Die Geschichte endet mit einem spannenden Cliffhanger. Stani entdeckt Hinweise auf weitere Portale und beschließt, sich auf die Suche nach ihnen zu machen. Mit einem entschlossenen Blick in die Ferne lässt der junge Held seine Familie und das Dorf zurück und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um die Geheimnisse dieser Parallelwelt zu enthüllen. Der Cliffhanger lässt viele künftige Abenteuer unseres Helden Stani vermuten. Wird er weitere Portale finden? Wird er den Weg nach Hause finden? Und welche Gefahren und Herausforderungen wird er auf seiner Reise meistern müssen? Die Zukunft von Stani verspricht aufregend zu werden und wir können gespannt sein, welche Abenteuer ihn erwarten.